Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, meine Meinung zum Netflix-Film Bird Box mit dem Zusatztitel Schließe deine Augen. Ja, Freunde, ich sag euch meine Meinung zu Bird Box, wie ich den Film fand, wie ich vom Schauspielerischen fand, von Sandra Bullock und John Malkovich und wie viele Punkte ich Bird Box gebe, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie ich den Film fand. Und ich muss sagen, mir hat Bird Box echt gut gefallen, muss ich sagen. Der Film erinnert auch einen irgendwie auch an A Quiet Place. Der kam ja auch dieses Jahr raus. Letztes Jahr? Dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr kam der Film raus, A Quiet Place. Ja, an dem Film erinnert mich Bird Box. Bei Bird Box kommt auch so eine Stimmung auf wie in A Quiet Place. Den Film fand ich echt mega, Freunde. A Quiet Place. Bird Box fand ich jetzt. Ist ein guter Film, Freunde. Ist echt ein guter Film. Freunde, falls ihr Bird Box auf Netflix gesehen habt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Ich fand den echt gut, muss ich sagen. So, Freunde, jetzt komme ich erstmal zu Sandra Bullock. Ja, sie hat ihre Sache in dem Film echt gut gemacht, muss ich sagen. Man kennt Sandra Bullock noch aus anderen Filmen, wie Speed mit Keanu Reeves zusammen. Und aus dem zweiten Teil, aus Gravity mit George Clooney und aus Taffe Mädels mit Melissa McCarthy, Freunde. Und dann natürlich noch aus den beiden Miss Undercover Filmen kennt man Sandra Bullock. Ja, sie hat ihre Sache in Bird Box echt gut gemacht, muss ich sagen. Sie ist sowieso irgendwie eine coole Schauspielerin, muss ich sagen. Sandra Bullock hat ihre Sache in Bird Box echt gut rübergebracht, gut geschauspielert. So, Freunde, jetzt komme ich schon zum nächsten und letzten Schauspieler, der in dem Film mitgespielt hat. Und das ist John Malkovich, Freunde. Ja, er hat seine Sache auch gut gemacht in dem Film, muss ich sagen. Man kennt John Malkovich noch aus anderen Filmen wie den beiden Red-Filmen aus Johnny English und oder zuletzt aus Mile 22 mit Mark Wahlberg, Freunde. John Malkovich hat seine Sache auch echt gut gemacht wie Sandra Bullock in dem Film. Ja, John Malkovich ist auch ein cooler Schauspieler. Ich muss ja sagen, mir gefällt John Malkovich ja richtig gut in den beiden Red-Filmen. John Malkovich hat seine Sache auch echt gut gemacht, wie Sandra Bullock in dem Film. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit, wie viele Punkte ich Bird Box gebe. Und ich gebe dem Film 6,5 Punkte, Freunde. Ja, ist ein guter Film. Kann man sich angucken. Ist echt ein guter Film, Freunde. Ja. 6,5 Punkte bekommt der Film von mir. Ist ein guter Film. Kann man sich angucken. Also, wer von euch auf so Thriller, so Filme steht, ist der Film was? Und wer auf solche Filmgenres nicht steht, für den ist der Film nix. Oder wer die beiden Schauspieler mag, Sandra Bullock und John Malkovich, dann ist der Film was. Und wer die nicht mag, dann ist der Film natürlich nichts. Für denjenigen, der den Film nicht gucken möchte, mir hat Bird Box echt gut gefallen, muss ich sagen. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Das war die letzte Netflix-Filmmeinung in diesem Jahr, Freunde. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche Netflix-Filmmeinung euch am besten gefallen hat.
entweder die letzte, hier gelangt ihr zu der letzten Netflix-Filmmeinung, zum Beispiel The Christmas Chronicles, Freunde. Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Hier könnt ihr mich abonnieren. Oder sagt ihr Cargo mit Martin Freeman oder Bright oder Death Note, fandet ihr gut? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, Freunde, welche Netflix-Filmmeinung euch am besten gefallen hat, die ich jetzt gemacht habe. Und hier, Freunde, gelangt ihr zu meinem Vlog vom Lotte-Konzert zum dritten Teil, Freunde. Wer es noch nicht gesehen hat, dann gelangt ihr hier zu einem Video, Freunde. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir hören uns dann entweder in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr zu einem neuen Video. Wenn es so sein sollte, Freunde, wünsche ich euch ein gutes neues Jahr. Rutscht gut ins Jahr 2019 rein. Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht noch dieses Jahr zu einem neuen Video. Oder halt erst nächstes Jahr. Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein. Zockerboy, Game over. Ciao.